Schwerhörigen und hörenden Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren. Und unsere Idee war, dieses Mal Tanz, Theater und Medien zu kombinieren. Und immer mit dem Aspekt, mit dem Thema Kommunikation zu arbeiten. Also wir haben in allen drei Medien, also in den Medien, im Theater und in dem Tanz, versucht zu überlegen, wo findet Kommunikation statt, wo findet Mitteilung statt, welche Methoden kann man verwenden und was kann man daraus künstlerisch-ästhetisch machen. Herr de Klerk und ich von der Semperoper, also er von der Semperoper, ich vom Cochlear Implant Zentrum in Dresden, haben bereits zwei Theaterprojekte mit Kindern und Jugendlichen, Schwerhörigen und Normalhörenden gemacht zusammen und kamen dann auf die Idee, naja, lass uns doch mal ein Tanzprojekt machen, weil wir immer festgestellt haben, dass die Jugendlichen schon sehr auf Bewegung und Mimik und Gestik achten, reagieren und dass das eigentlich was ganz Natürliches ist für Hörgeschädigte. Ja. Studentinnen noch an der Palooka Hochschule und also zum einen ist es jetzt dieses Projekt unser Community Dance Projekt. Also das bedeutet, dass man Tanz sozusagen nicht nur einer kleinen Gruppe von Menschen zugänglich machen sollte, sondern also inklusiv einer großen Menge von Menschen. Natürlich schön verzahnen und kombinieren mit Theater und Tanz, sodass ein Tanztheater entsteht. Und dann haben wir uns ja erst vorbesprochen, dann so einfach Ideen gesammelt, ganz viel einfach auf Papier geschrieben, erstmal was uns so einfällt zu Kommunikation. Und Tanz ist Kommunikation und Theater ist Kommunikation, also passt es ja schon mal super. Dann wollten wir natürlich gerne den Körper mit einbeziehen und der Jan Barth, der wollte auch gerne, dass es sich einfach schön verbindet und fließend ineinander übergeht.
Sag's doch mal. Laura? Laura? Sag mal, sagen Sie jetzt nichts. Wunderbar. Wie fühlst du dich? Seid ihr müde? Ich finde das Projekt sehr interessant, dass man trotz NCIs tanzen kann und dass man trotzdem so ein einzigartiges Team entstehen lassen kann. Wir sind ja aus ganz Deutschland Menschen hier und wir treffen uns alle hier, lernen uns kennen, haben Spaß. Also ich finde es total schön, vor allem wenn man viele Jugendliche zusammen, also welche mit Hörgeräten, welche ohne. Und es macht auch total Spaß mit Tanzen. Das ganze Projekt ist einfach toll. Ja, also mir macht es sehr viel Spaß. Ich habe hier sehr viele Freunde gefunden. Und das Tanzen und das Schauspielern macht auch sehr viel Spaß. Und ich finde es sehr schön hier. Ich bin ja mit meiner Freundin hergekommen, die auch taub ist. Und daher kenne ich das eigentlich schon sehr gut. Also das ist für mich jetzt nicht wirklich was Neues mit Menschen mit CE oder Hörgerät. In Kontakt zu sein. Ja. Also ich finde, es macht voll viel Spaß, weil ganz viele Leute sind, eben auch mit CI und ohne. Und ja, man lernt eben viel dazu. Wir haben sehr viel Glück gehabt mit diesem Projekt. Ich habe noch nicht vorher mit Hörgeschädigten gearbeitet und es ist ein großer Unterschied. Ich merke, es ist einfach viel ruhiger. Die Jugendlichen sind sehr viel ruhiger, hören zu, weil sie auch was verstehen wollen. Die Teilnehmer sind, was ich finde, das haben wir schon in vorigen Projekten festgestellt, sind sehr geschult auf Gestik, Mimik und Körpersprache. Das ist etwas, was die Gehörlosen haben, was normalhörende Jugendliche in dem Alter noch nicht haben. Gerade bei den Medien haben wir sehr viel gemacht, wir haben sehr viel mit Gestik gearbeitet und da sind sie sehr ausdrucksstark. Auch bei der Theater- und bei der Tanzsache Impulse aufnehmen, mit dem Körper improvisieren, mit Gestik improvisieren, das können Gehörlose sehr gut. Musikwahrnehmung haben wir auch wieder festgestellt in der letzten Woche, ist genauso wie bei anderen Jugendlichen auch. Also die bewegen sich genauso auf die Musik, die erkennen die genauso, die haben genauso viel Spaß an Musik. Man merkt auch, das ist immer ganz witzig, wenn wir mit den Choreografien tanzen oder wenn wir mit den Improvisationen machen oder auch Theater machen, sind sie immer müde. Und dann gibt es Pause, das erste was sie machen ist, sie machen den Ghetto Blaster an und tanzen dazu. Wir denken dann immer, aha, ich dachte, ihr seid müde, aber offenbar nicht. Also sie haben unglaublich viel Spaß an Musik und benutzen die auch, das merkt man auch im Alter. Musik.